euch in dieser Sache sicher, Geliebte. Was, wenn etwas schief geht? Absolut. Ich habe dieses Ritual über Jahre hinweg erforscht. Ich brauche nur eure Hilfe. Ihn verlassen. Erklärt, warum ihr mir folgt. Wer seid ihr? Und warum verfolgt ihr mich? Erst auf Haviels Hof und nun taucht ihr auch noch unversehrt aus diesen verfluchten Ruinen auf. Falls Maxton euch geschickt hat, um mich zu ihr zurückzuholen, daraus wird nichts. Es sollten sich einfach alle fernhalten, bevor ich noch mehr umbringe. Nein, ich lebe noch. Fürs Erste. Der Fluch, der auf mir liegt, wird mich bald töten. Ich hatte nur gehofft, nahe meiner Heimat zu sterben. Ich will keine Leben mehr zerstören oder zusehen müssen, wie Erinnerungen an mein Leben auferweckt werden, um mich zu verhöhnen. Seine Macht wächst mit der Lebensenergie, die er mir entzieht. Der Fluch endet somit mit meinem Tod. Ich will mich nur von meinen Eltern verabschieden. Auch wenn es mir nicht zusteht, um Gefallen zu bitten. Könntet ihr meiner Mutter eine Nachricht überbringen? Sagt ihr, Entschuldigung für alles. Vielen Dank, Fremde. Bitte bringt ihr dieses Medaillon, damit sie weiß, dass die Nachricht von mir ist. Sagt Mutter, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Es gibt einen Ort in der Nähe, den ich liebe und von dem aus ich sehen kann, wie die guten Leute von Mortal ihr Leben leben. Ich kann dort in meinen letzten Momenten glücklich sein. Das war nicht, was sie geplant hatte. Max denn glaubte, sie könnte ihre magischen Fähigkeiten verstärken, wenn wir mit jenen mächtigen Geistern Zwiesprache halten, die die Ruinen von Kienstag bewohnen. Sie bat um meine Hilfe bei der Durchführung des Beschwörungsrituals, doch es ging schrecklich schief. Maxton hat falsch eingeschätzt, wie schwer das Ritual ist. Während sie kämpfte, überzog Eis die Wände und die Winde brausten wild umher. Fast hätte sie die Kontrolle zurückerlangt, doch plötzlich stürmten Tane Elstrom und seine Wachen die Ruine. Maxtons Konzentration war dahin. Und das Ritual entlud sich. Es beschämt mich, das zugeben zu müssen. Aber ja, all diese Soldaten, meine Freunde und Nachbarn sind tot. Durch mein Wirken. Und nun bringt meine Rückkehr in die Heimat noch mehr Leute um. Dem Ende so nah zu sein, ist ein Segen. Oh ja, das war sie. Ich liebte sie sehr. Und ich habe wirklich geglaubt, dass Maxton mich auch liebte. Als sie erkannte, dass sie mich versehentlich verflucht hatte, schwor sie, einen Bannzauber dafür zu finden. Doch im Lauf der Zeit bestand ihr einziges Interesse darin, ihre nekromantischen Kräfte zu mehren. Ist es das, was man sich erzählt? Nein, ich habe mich ihrem Ritual freiwillig angeschlossen. Was mich genauso schuldig macht, dass es so viele Opfer gab. Vielleicht hätte ich sie überzeugen sollen, nicht so viel Macht nachzujagen.
Vielleicht wären wir dann noch zusammen. Verscheucht mir bloß nicht die Fische, Fremde. Sie sind auch so schon schwer genug zu fangen. Und selbst wenn es mir gelingt, werden sie mir trotzdem gestohlen. Ich habe es satt, Diebe durchzufüttern. Ich kann ja kaum meine eigene Familie ernähren. Ja, das ist meins. Riecht schrecklich. Sieht aus, als hätte es jemand verschluckt. Ich schätze, darum ging es wohl, was? Wo habt ihr das gefunden? Ich hatte gehofft, dass es ein Wildtier war. Es tut mir leid für sie, wer auch immer sie war. Aber ich hatte keine Wahl. Meine Familie ist mir das Wichtigste. Ich werde sie nicht hungern lassen, während eine Diebin sich mit vollem Bauch davon macht. Ja, dank euch. Ihr habt wahrscheinlich dafür gesorgt, dass meine Familie den Winter übersteht. Vielen Dank. Hier, nehmt dies. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich kann euch nicht mit leeren Händen gehen lassen. Noch einmal vielen Dank, meine Freundin. Ihr seid mir in diesen finsteren Zeiten ein Hoffnungsschimmer. Ich kann es kaum erwarten, wieder hinaus aufs Wasser zu kommen. Ich bin dem Fischen nun viel mehr zugeneigt, wo ich behalten kann, was ich fange. Nun, da ich jetzt weiß, wo das Problem liegt, habe ich einen Vorteil. Das Klügste wäre wohl, noch mehr Gold zu sparen und mein Bestes zu geben, um meine Waren zu schützen. Zumindest, wenn denn die Fische weiter anbeißen. Versuche nicht abergläubisch zu sein. Das bringt Unglück. Es mir.
Könnt ihr ihm helfen, Hexe? Der Fluch lässt sein Fleisch verrotten. Ich gab mein Bestes, doch es ist temporär. Gut, ihr seid zurück. Die alte Mjolen hat mir von eurer Entdeckung auf dem Hof erzählt. Sie glaubt, dass Freivens Geist irgendwie diesen Fluch verkündet. Ich habe über all die Jahre an der Hoffnung festgehalten, sie könnte überlebt haben. Endlich zu wissen, was ihr widerfahren ist, ist trotz allem eine Erleichterung. Sie lebt noch? Ich fass es nicht. Nach all diesen Jahren kommt Freivan endlich nach Hause. Und ihr sagt mir, dass sie im Sterben liegt? Warum sollte sie mir dieses Medaillon übergeben wollen? Ich muss sie sehen. Es gibt so viel zu sagen. Wo ist sie? Bringt mich zu ihr. Ist es beim Wasser, wo die Boote anlegen? Oder vielleicht ihr Schlafzimmer, wo sie den Leuten vom Fenster aus zusah? Der Baum! Oh, Freivan, der alte Baum im Wald über Mortal. Dort verbrachte sie Stunden. Wir müssen aufbrechen. Doch ihr habt überlebt. Oh, die schlaue Frau schützt euch. Sprecht bitte mit der alten Mjolen. Sie weiß so viel mehr über Magie als jeder andere in Mortal. Es muss etwas geben, um meine Tochter zu heilen. Vielen Dank. Ich brauche einen Augenblick, um alles zu verarbeiten, was ihr mir erzählt habt. Und behaltet das Medaillon. Ich weigere mich, es an mich zu nehmen, solange es noch Hoffnung gibt, dass Freivan überlebt. Also habt ihr Freivan lebend vorgefunden. Eine unerwartete, aber erfreuliche Wendung. Vielleicht können wir sie doch noch retten. Was habt ihr mir aus den Ruinen mitgebracht? Ich muss mehr über die Pläne der Nekromanten wissen. Lasst mich einmal sehen. Grässlich. Die Fantasien eines Kindes. Wer mit Magie spielt, öffnet der Gefahr Tür und Tor. Die Energien an der Ruine haben sie sicher überwältigt. Doch dieser Splitter. Sagt mir, hat Freivan euch die Visionen ihres Geists erklärt? Ja, genau das musste ich wissen. Magstens Ritual hat die Geister in den Ruinen verschlungen. Sie wollte sich Macht aneignen, indem sie ihre Erinnerungen absorbiert. Freivans Fluch entzieht ihr Lebensenergie und manifestiert diese dann als ihre eigenen Erinnerungen. Mit ihnen werden wir sie heilen. Indem wir sie mit ihrer eigenen Lebensenergie überfluten, brechen wir den Fluch. Gebt mir ihr Medaillon. Ah, ja. Es summt von der Kraft unbändiger Gefühle. Sobald es eingestimmt ist, könnt ihr darin Freivans Erinnerungen absorbieren. Füllt es mit ihrer Energie, damit wir sie vor dem Tod bewahren können. Gut. Hier ist das Medaillon. Nineta hat zwei Orte erwähnt, die Freivan besonders geschätzt hat. Den Anleger und ihr Schlafzimmer. Vielleicht findet ihr dort Manifestationen. Wenn ihr fertig seid, trefft mich hier an der Taverne. Dann machen wir weiter. Nun ja, wisst ihr, damals in... Lieber nicht. Vielleicht sollte dieses Geheimnis auch zu Staub zerfallen. Diese Ereignisse zeigen, dass man diese Ruinen besser ungestört lässt.
Medaillon. Gehörte das nicht euch? Werde ich mich dem erneut widmen. Hattet ihr Spaß auf dem Wasser? Oh ja, ich liebe es zu erkunden. Am liebsten würde ich gleich wieder los. Rasch, zu mir. Wir haben wenig Zeit. Eure Rückkehr könnte zu spät sein. Fürstin Ineta ist losgelaufen, um sich mit Freywin an dem beschriebenen Baum zu treffen. Sie wollte bei ihr sein, bevor es zu Ende geht. Wenn wir nicht rasch handeln, wird sie sterben. Wart ihr erfolgreich beim Beschaffen der Erinnerung? Dann können wir dieser Tragödie ein Ende machen. Doch wir müssen sofort handeln. Geht und schließt euch ihnen unter dem großen Baum an, der Mortal im Osten überblickt. Ich werde euch dort treffen, sobald ich mich vorbereitet habe. Bringt es mit. Wenn mein Ritual, um Freywin zu heilen, seinen Höhepunkt erreicht, müsst ihr das Medaillon vor euch halten. Ihre Lebensenergie wird in sie strömen und der Fluch sollte gebrochen werden. Ich warne euch. Das mag schmerzhaft für sie sein, aber es ist nötig. Wenn ihr ankommt, dann wartet auf mich. Lasst sie nichts Übereiltes tun. Es wird nicht lange dauern. Tut das und Mortal wird für immer von diesem Fluch befreit werden. Nun, beeilt euch! Ihr dürft nicht bleiben. Das bringt euch um. Freywin, ich dachte, ihr wärt tot. Ich verlasse euch nicht, selbst wenn es mich umbringt. Es bringt euch schon um. Bitte haltet euch fern von mir. Mutter, nein! Ineta? Oh nein, wir müssen rasch handeln. Setzt die Halskette ein, wenn ich es sage. Ach, es brennt, Mutter! Beeilung! Benutzt die Halskette, setzt ihre Energie frei! Was ist hier los? Ihr habt es geschafft. Ich kann es kaum glauben. Ihr habt mir Freywin zurückgebracht. Hab Dank. Ich habe so viele Fragen an Sie. Und der Jarl, er weiß es noch gar nicht. Wir müssen... Bitte, gebt mir einen Augenblick. Ich denke schon. Ich konnte spüren, wie meine Haut gefror. Für eine kurze Zeit dachte ich, dass mein Ende nahe wäre. Ich wollte doch nur, dass Freywin weiß, dass sie nicht allein ist.
Ich weiß es wirklich nicht. Freivens Rückkehr wird viele Fragen in Mortal aufwerfen. Der Jarl und ich müssen besprechen, was wir sagen. Wenn wir überhaupt etwas darüber sagen wollen, was hier geschehen ist. Ich habe euch zu Beginn eine Bezahlung versprochen. Bitte sehr. Ich bin äußerst dankbar. Freiwen, geht es euch gut? Mutter, ich dachte, ich hätte euch umgebracht. Ich würde euch nie verlassen. Es ist vorbei. Ruht euch aus. Dann kehren wir in die Siedlung zurück. Ihr habt viel zu besprechen. Was wollt ihr? Seht ihr diese Erhebung? Das ist ein Hügelgrab. Der Eingang liegt darunter. Zurück! Das Grab ist nicht sicher. Jarl Reddarn schickt uns. Was ist hier geschehen? Regmannen, besprechen wir die Einzelheiten. Er geht nur zum Clown in die Stadt. Er meint, geschenkt bekommt er ja eh nie etwas. Ihr da! Der Zutritt zum Hügelgrab ist verboten. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass nichts und niemand rein oder rauskommt. Und das tun wir mit allen verfügbaren Mitteln. Ich hatte einfach keinen Soldaten übrig, um eine Nachricht zu schicken. Wir haben eine Reihe seltsamer Stöcke in den Randbereichen der Siedlung zerstört. Als wir das Hügelgrab erreichten, entdeckten wir ein paar Rake-Barbaren. Ich schickte einen Boten zurück und wir anderen stürmten den Barbaren hinterher. Ein Sturm zog im Inneren des Hügelgrabs auf, wenn das zu fassen ist. Das war mit ziemlicher Sicherheit üble Magie. Soldaten um mich herum begannen sich zu verwandeln. Sie starben oder verfielen in eine Art Stumpfheit. Manche verwandelten sich in Monster. Und dann kamen die Draugr aus ihren Gräbern gekrochen. Wir haben es gar nicht so weit hineingeschafft. Und als der Sturm losbrach, konnte ich nur nach draußen und die Tür hinter uns verrammeln. Falls der Jarl euch geschickt hat und ihr das Hügelgrab betreten wollt, werde ich euch nicht aufhalten. Doch wenn ihr als Monster wieder herauskommt,